Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Volksschule 5 Villach St. Martin, das überregionale pädagogische Beratungszentrum Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Als die Welt noch grau war. Vor vielen, vielen Jahren im Meer gab es wenige Farben. Alles war grau. Das Wasser, die Fische, die Pflanzen, der Sand und auch die vielen Steine und Felsen. Sogar die Tinte der Tintenfische. Eines Tages hatte ein kleiner Tintenfisch das ewige Grau satt und machte sich auf den Weg, um etwas Neues zu finden. Er setzte sich auf den Panzer einer Schildkröte und kam nach einer weiten Reise zum ersten Mal an die Meeresoberfläche. Er war enttäuscht, als es dort ebenfalls nass und grau war. Sogar der Himmel, von dem er schon so viel gehört hatte, war grau. Trübselig trieb er auf einem Bett aus Algen dahin, wo in das sanfte Schaukeln der Wellen langsam in einen traumlosen Schlaf lullte. Der Schrei einer Möwe weckte ihn. Er rieb sich die müden Augen und sah zum ersten Mal in seinem Leben Farben. Der endlos blaue Himmel spannte sich bis zum Horizont und darüber wölbte sich eine Brücke aus Farben, die so schillerten, dass der kleine Tintenfisch erst dachte, dass er immer noch träumte. Mit einem Ziel vor Augen kehrte er zurück in die Unterwasserwelt und färbte seine Tinte blau. Seine Freunde waren davon so begeistert, dass sie sich auch nicht weiter langweilige graue Tinte haben wollten. Und schon bald hatten sie viele Farben. Gelb, rot, grün, violett, orange, rosa und türkis. Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten Fische, die ihr tristes, graues Leben satt hatten. »Bitte, lieber Tintenfisch, wir wollen auch bunt sein«, jammerten sie. Und schon bald hatte jeder Fisch, jeder Stein, jede Pflanze im Meer ein anderes Muster und eine andere Farbe, genauso wie wir sie heute kennen.